Hallo und willkommen zurück bei Hollow Knight. Dieser nächste Boss hat auch zwei Phasen, aber es handelt sich mehr um eine Art von einem Bosskampf, der zwei Phasen hat, genau. Im Prinzip besiegt man ihn, dann verschwindet er aus einem Bereich und eine Minute später findet man ihn wieder, nur etwas stärker. Und wir gucken uns jetzt die erste Phase an. Kristallwächter, leuchtender Gott der Gier. Ein sehr cooler Gegner, der mit seinem Laser natürlich immer auf uns zielt, aber man hat genug Zeit, um ihm auszuweichen. Und dann kommen noch die Strahlen von der Decke, eigentlich kein allzu großes Problem. Sehr schön. Ohne Kristalle kann er nicht sonderlich viel anfangen im Kampf. Sehr cool. Falls ich das übrigens noch nicht erwähnt habe, aber das habt ihr bestimmt schon gesehen, man kann natürlich den hohen Sprung mit dem Doppelsprung und dem Dash miteinander verbinden. Dadurch ist es möglich, sehr lange in der Luft zu bleiben. Es sind viele Sekunden, die man da in der Luft bleiben kann. Und das ist durchaus wichtig für einen Kampf. Außerdem, wir hatten jetzt noch nicht die Möglichkeit, das wirklich zu zeigen oder zu sehen. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Wenn ich an einer Wand dran bin und dann hier runterrutsche, dann kann man sich von der Wand wieder so abstoßen. Und das alles in Kombination kann man relativ lange in der Luft bleiben. Von daher hat man bestimmt 5 Sekunden Zeit oder so, den Boden komplett zu ignorieren. Ja, das nur mal so am Rande. Tschüss und bis zum nächsten Mal.